herzlich willkommen zu Pettetech und zu diesem Info-Video. Heute geht es darum, was kannst du alles tun, um dein Abnehmvorhaben wirklich super zu unterstützen. Drei Tipps habe ich heute für dich. Nummer 1. Du bist, was du isst. Hier siehst du eine wirklich Mini-Portion Kartoffelchips und wie du ja sicherlich auch schon selber weißt, die machen weder satt, die schmecken vielleicht dem einen oder anderen wirklich sehr gut, aber außer Fett, Geschmacksverstärker, findest du da wirklich nicht viel drin, was dich einfach satt macht? Und deswegen habe ich hier jetzt einfach nochmal einen großen, knackigen Salat. Davon kannst du dir wirklich den Bauch vollschlagen und der hat genau dieselbe Kalorienanzahl wie eben diese Mini-Portion Chips. Und da sind wir schon beim ersten Tipp, klar. Plane clever deine Mahlzeiten. Versuch wirklich viele gesunde Ballaststoffe, Vitamine und Gemüse und Obstsorten reinzupacken. Genauso verwende ja einfach fettarme Proteinquellen wie Salat, wie Fleisch, Thunfisch und Käse, um einfach dir viele Vitalstoffe zu liefern. Als zweiten Tipp Krafttraining. Gerade für uns Frauen auch auf jeden Fall total wichtig. Und es herrscht immer noch manchmal der Mythos vor, ja, Krafttraining ist doch was für die Männer. Überhaupt nicht. Wir Frauen können mit Krafttraining super unsere, ja, einfach Silhouette straffen und den Körper, die Problemzonen wirklich da bekämpfen. Außerdem kannst du einfach, wenn du Muskeln hast, deinen Körper in eine wahre Fettverbrennungsmaschine, ja, oder einen Fettverbrennungsmotor umwandeln. Wenn du nicht im Studio trainieren willst, kannst du genauso gut auch Bodyweight-Fit-Übungen machen. Hier siehst du einen kleinen Ausschnitt aus meinem Programm. Die sind genauso anstrengend und haben auch super Resultate. Und als dritten Tipp mit auf den Weg möchte ich dir geben, mache Cardio-Training. Du kannst entweder klassisches Ausdauertraining machen oder hier siehst du einen kleinen Ausschnitt aus meinem HIIT Tabata Workout. Das ist ein kleines Kurzprogramm, mit dem du wirklich super viele Kalorien verbrennst, die Ausdauer und dein Herz trainierst und deinen Stoffwechsel einen richtigen Push gibst. Also ich liebe solche Kurzprogramme. Ich mache die ganz oft morgens und die unterstützen einfach dann auch nochmal super dein Gewichtsmanagement. Ich drücke dir die Daumen, dass du ein oder zwei oder alle drei Tipps umsetzen kannst. Ja, und das Video mich nach dem Workout hat super Spaß gemacht. Ich bin total geschwitzt. Das macht aber nichts. Das soll ja so sein bei einem intensiven Tabata-Workout. Du hast morgens eine super Gelegenheit, den Kreislauf anzukurbeln, die Fettverbrennung anzukurbeln, einfach munter zu werden und zusammen macht es mehr Spaß.